Kennt man dich? Kennt ihr ihn eigentlich? Ja, bist du 16, oder? 16. Und er filmt alles mit und dann sitzt er zu Hause und lädt alles hoch und nebenbei lernt er noch für seine Schularbeiten. Ich bin extrem beeindruckt von dem jungen Mann. Ich setze mich jetzt hier hin, weil ich habe mir von guten Freunden sagen lassen, ich wirke belehrend und ich möchte sie bekehren. Dies ist nicht der Fall. Jedenfalls tut es mir leid, wenn es so rüberkommt. Und ja, für gewisse Magazine, ich bin 16 und wenn man das plakativ erwähnen möchte, könnt ihr das ruhig tun. Ich habe ein bisschen den Disclaimer von einem Freund, Kevin, besser bekannt unter Kill Em All, gestohlen. Ich möchte ihn trotzdem erwähnen. Ich distanziere mich von jeglichem rechtsextremen, linksextremen, faschistoidem oder antisemitischen Gedankengut und Gewalt in jeglicher Form. Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin ebenfalls von keiner Organisation, Gruppe oder Partei und meine Nationalität ist Mensch und ja, Papa, ich erwähne es so. Ich weiß, es ist heute nicht erwähnt worden, deswegen werde ich es jetzt erwähnen. Nicht speziell, weil es heute nicht erwähnt wurde, sondern weil ich es vorbereitet habe. Einige Leute, denen hängt es vielleicht ein bisschen zu den Ohren hinaus, aber man darf es nicht vergessen. Diese Rede, die ich hier formuliert habe, habe ich für meinen Deutschunterricht formuliert für heute. Wir mussten eine Meinungsrede schreiben. Und das habe ich geschrieben. Deswegen sind ein paar Informationen euch sicherlich bekannt, weil die meisten von diesen Informationen haben meine Mitschüler nicht gewusst. Deswegen habe ich sie hier aufgenommen. Also, und das geht ungefähr so. Hallo Freunde, mein Name ist David und ich bin ein Mensch. Warum sage ich das hier jetzt so? Ist das nicht eigentlich offensichtlich? Ich betone das so, dass wir, da wir in der heutigen Zeit das oft vergessen, dass wir alle Menschen sind. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Doch das, was man zurzeit auf der ganzen Welt sieht, ist nicht Geschwisterliebe. Geschwisterhass trifft es wohl eher. Zurzeit sterben in der Ukraine täglich viele Menschen. Man sieht auf Handyvideos von Augenzeugen, wie Truppen der ukrainischen Putschregierung aus Panzern und mit Scharfschützen Zivilisten töten. Ihre eigenen Landsleute, ihre Brüder und Schwestern. Eine menschliche Katastrophe. Ich kann es kaum beschreiben. Viele von euch werden es schon wissen, ich erwähne es trotzdem noch einmal. Am 2. Mai fand in Odessa in der Ukraine der größte faschistisch motivierte Anschlag auf Zivilisten seit 20 Jahren statt. Mitten in Europa. Am 2. Mai haben Anhänger des Pravie-Sektors, zu Deutsch rechten Sektors, Demonstranten, welche gegen die illegale faschistische Regierung, die zurzeit in Kiew an der Macht ist, demonstriert haben, in ein Gewerkschaftshaus getrieben. Dieses Gewerkschaftshaus ist dann von dem rechten Sektor mit Hilfe von Molotow-Cocktails und Fackeln niedergebrannt worden. Menschen, die drinnen eingeschlossen waren und nicht raus konnten, da die Faschisten die Türen verriegelt hatten, sind aus dem zweiten Stock aus dem Fenster gesprungen, haben sich die Beine gebrochen und sind wie Tiere am Boden gekrochen. Und dann kamen auch noch die Faschisten mit Baseballschlägern und weiteren Waffen und haben sie dann noch verprügelt und getötet. Ärzte, welche zu den Verletzten rennen wollten, wurden abgehalten und ebenfalls verprügelt. Bei diesem faschistisch motivierten Massenmord starben ungefähr 46 bis 116 Menschen. Quellen sind sich da nicht einig. Und jetzt ist meine Frage an euch. Was habt ihr in den österreichischen Leit- und Mainstream-Medien darüber gehört? Richtig, entweder gar nichts oder aber es hieß, und das ist ein Zitat, bei Ausschreitungen in Odessa kam es zu einem Brand. 4 Menschen starben und 38 weitere wurden verletzt. Der ORF hat das geschrieben. Richtig. Das ist ein Skandal. Das ist eine illegale, faschistische Regierung, die da am Werk ist. Und der Westen unterstützt sie. Um konkret zu werden, die Regierung in Kiew ist illegal, da Präsident Janukowitsch nicht verfassungskonform abgesetzt wurde. Ich meine, ein paar Prozent mehr oder weniger ist ja egal, wenn es dem ukrainischen Volk dient, oder? Blödsinn.
Das ist illegal und nicht in Ordnung. Janukowitsch musste dann nach Russland flüchten, weil er nicht mehr sicher war. Aber um es weiter zu konkretisieren, ich gehe jetzt auf die Regierung ein, die gerade dort an der Macht ist. Wie setzt sich diese sogenannte Übergangsregierung auseinander, zusammen? Wir hätten da auf der einen Seite die Volkspartei mit Julia Timoschenko an der Spitze, eine Verbrecherin, welche zu Recht in Haft war und Folgendes gesagt hat, und ich zitiere wörtlich: Es wird Zeit, dass wir unsere Gewehre ergreifen und losziehen, um diese verdammten Russen zusammen mit ihrem Führer zu töten. Das ist Faschismus. Des Weiteren hätten wir die UdAR, die ein Mann, der aus Deutschland und an... Nein, fuck. Des Weiteren hätten wir die UdAR, die Ukrainische Demokratische Allianz für Reformen, mit dem Boxer Vitali Klitschko an der Spitze. Ein Mann, der aus Deutschland und anonymer Offshore-Konten Geld für seine Taten bekommt und, laut seiner eigenen Aussage, die Unterstützer unserer Sache finanzieren zu können. Dass es sich dabei um das ihm und der Regierung unterliegende Heer handelt, muss ich nicht extra erwähnen, oder? Und dann wäre noch der rechtsextremistische Faschist schlechthin, Oleg Tjanibok. Er ist bekennender Faschist, Nationalist, Antisemit und Russenfeind. Und ach ja, er sitzt ebenfalls in der Regierung, welche vom Westen unterstützt wird. Die Svoboda-Partei, in der Parteichef ist, wird vor allem von unseren deutschen Nachbarn und unseren Freunden aus Washington militärisch und finanziell unterstützt. Oleg Tjanibok hat Folgendes, und ich zitiere abermals wörtlich gesagt: Schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Juden, Schweine und andere Unarten. Das ist Faschismus. Dann hätten wir noch die NATO, ein Verteidigungsbündnis, so wie es heißt, dass ich nicht lache. Damals, vor nicht allzu langer Zeit, als die UdSSR noch vorhanden war, gab es zwei große Militärbündnisse auf der Welt. Auf der einen Seite den Militärischen Bund von Russland und weiteren Satellitenstaaten, den Warschauer Pakt, und auf der anderen Seite das sogenannte Verteidigungsbündnis der Alliierten, die NATO. Nach dem Kalten Krieg und als die UdSSR auseinanderbrach, wurde der Warschauer Pakt aufgelöst. Bevor dies aber geschah, musste die NATO Gorbatschow versprechen, dass die NATO sich nicht nach Osten ausbreitet. Das versprachen sie auch. 8 Staaten später sind wir aber jetzt da, wo wir sind. Den 9. Staat hat er sich nicht gefallen gelassen, der Putin. So, jetzt schauen wir uns eine Europakarte an. Ich habe sie leider vergessen. Aber was sieht man jetzt, wenn man genau hinsieht, wenn man die NATO-Staaten auf der Europakarte ansieht? Man sieht eine strategische Front um Russland. Was soll denn das? Möchte ich Krieg? Ich nicht. Und weil Putin sein Volk und seine Bürger beschützen möchte, ist er der Böse? Das ist nicht in Ordnung, ihn so darzustellen. Was würdest du an seiner Seite tun? An seiner Seite tun, ja. Ich würde es genauso machen. Aber jetzt, um eventuellen Vorwürfen des Pro-Russisch-Seins entgegenwirken zu können: Der Westen, allen voran die USA und die NATO, begehen illegale Menschenrechtsverbrechen. Stichwort Guantanamo, Gaza, Drohnenkriege im Jemen und in Pakistan. Aber auch, und das darf eben nicht vergessen werden, begeht Russland illegale Menschenrechtsverbrechen. Gulags, die homosexuellen Gesetze, oppositionellen Verfolgung, der Tschetschenien- und der Georgien-Konflikte und die umstrittene Pressefreiheit. Und jetzt ganz neulich war die Suchmaschine, die russische Sperren hat lassen, um nur ein paar zu nennen. In den westlichen Mainstream-Medien wird Putin als Aggressor bezüglich der Ukraine-Krise dargestellt. Das stimmt aber nicht. Der Aggressor ist ganz klar der Westen, mit seiner Kriegspropaganda, seinen Geldern, die in den ukrainischen Völkermord fließen, seinen Truppen, die faschistischen Regierungstruppen unterstützen, und seine Inschutznahme der Putschisten in Kiew. Und jetzt noch einmal auf unsere Neutralität zu sprechen, um zu sprechen zu kommen. Wie kann es sein, dass hunderte niederländische Angriffspanzer durch Österreich in ein Nachbarland der Ukraine gebracht werden?
Wie kann es sein, dass amerikanische Transport- und Kampfhelikopter am Weg nach Ungarn in Österreich zwischenlanden und auftanken dürfen? Wie kann es sein, dass deutsche Militärfahrzeuge über österreichische Autobahnen Richtung Ukraine fahren dürfen? Und schlussendlich, wie kann es sein, dass Österreich als Nicht-NATO-Land bei einer NATO-Übung, die eher als Einschüchterungsversuch für Russland gesehen werden sollte, teilnimmt? Wie kann das sein? Das kann nicht sein! Freunde, ich kann euch sagen, das, was hier abgeht gerade, überall auf der Welt, speziell jetzt in dem Fall in Europa, ist ein Riesenskandal. Haben wir nichts aus unserer Geschichte gelernt? Heute, genau an diesem Tag, vor 70 Jahren, hat der größte faschistisch-antisemitische und nationalsozialistische Massenmord der Weltgeschichte stattgefunden. Und so etwas soll sich wiederholen? Wollt ihr das wirklich? Nein! Wenn ja, aber, bitte sehr, seht und lest weiter eure Mainstream-Medien. ORF, Presse, Standard, Kurier, ATV, Pro7 sind nur wenige der Propagandamedien. Eine Info am Rande. Alle österreichischen Leitmedien beziehen ihre Information von der APA, der österreichischen Presseagentur. Und diese gehört dem ORF. Und wie bekanntlich ist, dem ORF gehört die APA. Da habt ihr eure freien Medien. Nein, Moment. Dem Staat gehört der ORF, sowas. Da habt ihr eure freien Medien. Das sind Propagandawerkzeuge. Bitte wacht endlich auf. Und ihr seid hier, weil ihr das nicht wollt. Und ich zwinge hier niemanden zu irgendetwas. Aber jeder von euch und ich persönlich kann mich einsetzen für den Frieden. Jeder muss da seinen eigenen Weg und Möglichkeiten finden. Ich kann euch keine Lösungen nennen. Denn, um es mit Rudi Dutschkes Worten zu sagen, eine Lösung zu geben, wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin. Denn was soll es bedeuten, als einzelne Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt? Die muss gebrochen werden, dann können Antworten gegeben werden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke. We'll be right back.